Ein herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Undercover, der letzten Folge. Die kam am Samstag und zwar da haben wir den Polizeiwagen gestohlen und haben uns auch ein bisschen neuen Lack gemacht. Und das war da glaube ich die mit gekratzten Zähne und so, also nochmal neu gestartet. Ja. Wie es um sei, wir müssen machen weiter. Ah, unser Sprint, unser. Ja, was machen wir denn? Was haben wir denn? Cops ausschalten. Können wir natürlich auch wieder machen. Was haben wir denn hier? Cops ausschalten. Apps. Ne, aktuell. Auf Details. Stufe 9. Stufe 9, ja komm. Ist egal, mach einfach ein. Sind ja eh auf Stufe 2 wieder, also das heißt, wir können das ruhig machen. Schaltet 5 Streifenwagen aus. Okay, und 6, ja, 6, 6 Minuten haben wir jetzt viel Zeit. So, fahren wir doch hier rum. Da haben wir doch Stoppers. Diese Dreiecke sind doch Stoppers, oder? So, da hätten wir doch mal. Wie viel haben wir da ausgeschaltet? Oh, wir haben schon 2 ausgeschaltet. Verstanden, schicke den Rettungsdienst sofort los. Yeah, ring dich ruhig dran. Sichtkontakt zum Flüchtigen verloren. Folge seiner letzten bekannten Fahrtrichtung. Ja, ich sehe ihn wieder. Code 3. So kann man auch Häuser ausschalten. Nicht so nicht gegenseitig. Ja, gut, jetzt wo sind sie? Und noch einen. Ein Polizeiauto. Ja, wir wären jetzt in Stufe 5, wäre katastrophal, das würde ich schon länger dauern. Aber das ist viel, viel enger. Zu Stufe 2 ist okay. Easy zu schaffen. Wir müssen aber auf Highway fahren, das sind sie eigentlich. Normalerweise sind sie ja da, das ist auch wieder einer. Das sind sogar 2. So, wir schaffen das doch. Fahren wir wieder zurück. Komm mit. Come on. Da ist der nächste. Jetzt machen wir hier rein. Und so, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Die Monster werden wissen, wo die liegt, aber. Ist mir auch jetzt nicht egal, wir müssen es halt nur schaffen, jetzt einfach mal. Ah, da ist noch was. Okay, ihr habt ihn. Ah, da ist noch was. Dranbleiben. Jetzt fahren wir wieder durch das Sägewerk. Bleib an ihm dran. Und zack, runter. Kann ich nicht sehen. Warte. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in nördlicher Richtung, auf der Willow. Absperrung genehmigt. Radius 10 Block. Aktuelle Infos folgen. So, da haben wir es doch schon. Ja, wir waren ein paar Minuten still, damit wir ein bisschen runterkommen. Ich habe sogar dominiert. Ja, oh, 4,5 Minuten. Wow. Okay, gut. Ja, ein bisschen. Hey. Wir fahren noch ein Rennen in Palm Harbor. Wir brauchen jemanden mit Power und ich dachte da an dich. Nick, okay. Der hat schon Schaum vorm Mund. Keine Ahnung, was der Gute macht, wenn er rausfindet, dass ich noch mehr Jobs für dich habe. Okay. Hört sich doch gut an. Ja, dann machen wir doch mal einen Job. Schauen wir mal eine GPS-Karte. Ach ja, da haben wir jetzt noch Rennen.
Wo haben wir die Jobs? Ach, da oben haben wir die ganzen Jobs. Okay. Ja, hier haben wir ein paar wieder Rennen. Das hat uns Carmen Mendes uns angeboten, hier ein paar Rennen zu fahren. Und gleichzeitig hat Rose uns ihr zwei Jobs bekommen. Speziallieferung und was ist das andere? Heiße Waren. Ja, die nehmen wir doch mal mit. Was haben wir denn? Rose Largo hat einen Auftrag, den für sie erfüllen soll. Jetzt bringe einen gestohlenen Wagen zur Garage und halte dich von dem Kopf fern. Ja, okay, gut. Machen wir einfach mal. Beginnen wir doch mal die erste Job von zwei. Sunset Hills Reservoir. Reservoir heißt es. So französisch. Alles alle Versehen. Yes. Alles französisch. Ui. Ui, ui, ui. Juhu. Auf den Wagen wartet. Sein Schatz und bring ihn in die Garage, ja? Ja, machen wir doch. Wenn du so einen Scheiß wieder rumfährst. Wenn ich so einen Scheiß rumfahre. Und so es schon losgeht. Hier nur eine Minute. Bist du gleich da? Ja. Ich bin gleich da. Meine Fresse. Ich glaube, ich. Gib mal Gas, Baby. Gib mal was, Baby. Ja, ich geb doch schon. Bam. Zerstör die Kiste nicht. Die Kunden sind da empfindlich. Ja. Ja, ich wollte ja immer noch klar, dass wir jetzt halt da rein. Verraten haben. Schüttel die Polizei ab und lass dich bloß nicht erwischen. Aha. Okay. Ich hab aber auch kein Zeitlimit oder so. Man einfach, ja. So Leitschein habe ich auch nicht mehr. Und und bam, vor dem Mann reingerutscht. Oh, meine Hände. Start anhalten, lasst euch zurückfallen. Wir übernehmen das hier. Ich hatte gerade einen Unfall mit einem Holzstamm. Bundesfahrzeug ist beschädigt. Ja, ja. Ist nur beschädigt. Und ich glaube, das ist alles auch schon. Ja. Aber wir sind noch nicht fertig, oder? Also dann, nur du und ich, Tiger. Du und wir mit Tiger, Alter, jetzt nennt sie mich schon Tiger, ey. Ich bin doch ein Tiger. Der Reisewagen ist abgeliefert. Gute Arbeit, Rose mag deinen Stil. Okay, 24.800, ja, das lohnt sich doch immer. Und daraus? Ja, dann machen wir das mal auch, die Speziallieferung. Nehmen wir die noch an? Ja, wir sind gerade bei 8.40. Das kann man noch machen. G-Max Garage, 19.11 Uhr. 19.11 Uhr haben wir jetzt nicht. 21.13 Uhr. Montags. Okay, was ist denn ein Audi? Also, den haben wir auch schon gefahren. Okay. Ich habe hier eine Karre, die wir einer anderen Gang abgeknöpft haben. Das Teil muss in ein paar Minuten beim Kunden sein. Die Raststätte innerhalb der Zeitlimits. Okay. Gut. Dann machen wir das doch. Die Gang werden wir doch schon hoffentlich überlisten können. So, fahren da rein. Ich habe im Minimap gleich geschaut. Und da habe ich die Gang schon hinter mir. Ja schon, muss ich wahrscheinlich ausschalten oder so. Keine Ahnung, ich muss sie mal hin. Aber nichts gesagt, dass ich sie ausschalten muss. Okay, dann fahren wir einfach mal. Ja, was wollen wir denn sagen? Wir machen gerade einen Job hier. Den zweiten, eine Speziallieferung und heiße Wagen. Reisen sie. Einmal mit Polizei und einmal mit einer Gang. So wir da ein Auto abgeknüpft haben. Was Rose gerade gesagt. Leg den Gang zu, wir haben nicht viel Zeit. Hier, wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß, dass wir nicht viel Zeit haben. Aber nicht mal Nitro dafür. Die Typen meins ernst. Ja. Was sollen sie doch ernst meinen? Ich leg einen Zahn zu, ja, ich leg mir doch schon einen Zahn zu. Ich fahr doch schon die ganzen Abkürzungen, die es gibt. Nein, das war so.
Okay, ja gut. Heute war es auch mal wieder ein schönes. Du hast nicht viel Zeit. Ja, ich bin doch schon am Ziel. Meine Fresse. Du sorgst ja für ziemlich viel. Zack. Ich muss mir doch nochmal überlegen, wen ich in meine Nähe lasse. Sicher mir mal deine Nähe ist. Was das heißen Wagen und Rekords abliefern. Rose ist beeindruckt. Ah, okay. Oh, mein Hauber. Hör zu. Hector hat mir erzählt, Zack wäre bei einem Job erwischt worden, dem er nicht zugestimmt habe. Hector war sauer. Bisher habe ich mir gar nichts dabei gedacht, aber jetzt, wo sie verschwunden sind, gibt's da einen Zusammenhang? Ruf mich an. Okay, das war Mendes bei Ingrid Paul Morbach. Ja, gut. Dann haben wir doch die ganzen Jobs kurz erledigt. Und dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich für heute wieder. Sozusagen, die Folge kommt natürlich am Dienstag raus. Ich habe es nur am Montag aufgenommen, weil ich Spätdienst habe. Ich habe bis halb sieben schaffen muss und deswegen wird es dann ein bisschen zu spät werden, wenn sie rauskommt. Soll ja pünktlich rauskommen zwischen 21 und 22 Uhr und ja, dann lasst einen Daumen da wie immer und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns am Mittwoch. Ja, haut rein, ciao, ciao.